und herzlich willkommen zu einem neuen Rezept. Ja, heute will ich die Cheat Pizza so ein bisschen in den Schatten stellen. Die Cheat Pizza verlinke ich euch hier natürlich direkt auch nochmal. Wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, dann solltet ihr die unbedingt an eurem nächsten Cheat Day ausprobieren. Heute, da machen wir den Oreo Chocolate Cheat Cake. Der wird so richtig, richtig krass. Aber ja, wie das Ganze funktioniert, das habe ich euch direkt mal abgefilmt. Also bleibt dran. So Leute, mein Cheat Cake war jetzt für 45 Minuten bei Oberunterhitze 180 Grad im Backofen. Ich würde euch aber empfehlen, nicht wie ich hier jetzt so eine Form zu benutzen, sondern eine Springform zu benutzen, so mit 20 cm Durchmesser. Dann funktioniert das Ganze noch ein bisschen besser und ihr könnt es noch besser belegen bzw. füllen. Wir machen das hier jetzt ähnlich wie bei einem Maulwurfkuchen, aber ich zeige euch einfach mal, wie das geht. So Leute, wie ihr seht, der Kuchen ist innen drin richtig, richtig schön saftig. Das sieht einfach extrem lecker aus. Es riecht auch extrem krass. Das ist auch wohl ein sehr gutes Brownie-Rezept, würde ich sagen. Also an der Stelle definitiv auch nochmal einen Shoutout an die Seite, wo ich das Rezept für den Kuchen her habe. Und zwar ist das Cake Invasion. Da solltet ihr unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt auf so ein paar Kuchen, Cupcakes oder ähnliches. Wir machen jetzt weiter mit der Füllung. Und danach kommt der Guss, was ihr dafür braucht. Also für die Füllung, da könnt ihr natürlich nach Belieben eure Zutaten auswählen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich nehme Erdnussmus und Oreos und Marshmallows. Allerdings habe ich das Ganze jetzt umgeschwenkt, bin umgestiegen zu dieser übertriebenst genialen Spekulatiuscreme. Dann bin ich bei den Oreos geblieben. Ich habe 20 Stück genommen und habe die einfach so ein bisschen zerbröselt. Wenn ihr den Kuchen in der Springform macht, dann könnt ihr das auch einfach, also den Kuchen einmal in der Mitte halbieren, da bestreichen, Oreos drauf und ja, so weiter, bis euer Kuchen richtig schön geschichtet ist. Für den Guss braucht ihr hier einmal 2 Esslöffel Sojamilch, ihr braucht 120 Gramm Zucker, ihr braucht 40 Gramm Margarine. Ich habe hier jetzt Alsan genommen, da ich das Ganze natürlich vegan machen möchte. Außerdem 10 Gramm Kakaopulver. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Vanillezucker nehmen wollt, da dann 10 Gramm oder wie ich jetzt Smacktastic. Außerdem mache ich da noch oben drüber ein paar Kokosflocken, das sind jetzt so 20 Stück. Aber ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Der Guss ist extremst einfach. Yeah.
Das ist er, Leute, der Oreo Chocolate Cheatcake. Ein richtig krasses Teil. So, ich zeige es euch natürlich auch gleich nochmal von innen. Das Teil sollte jetzt einfach erstmal noch so eine halbe Stunde abkühlen. Und ja, so lange sage ich euch die Nährwerte. So, Leute, das war er, also der Oreo Chocolate Cheatcake. Wie das Teil geschmeckt hat, das könnt ihr entweder hier schon sehen, denn der Cheatcake ist das 1K Abonnenten-Special inklusive Gewinnspiel. So, jetzt zu den Nährwerten. Wir haben jetzt mit diesem Cheatcake nicht ganz die Werte der 6K Cheat Pizza geknackt, aber wir sind sehr nah dran und das ist auf jeden Fall eine richtig krasse Bombe. Denn wir haben jetzt 5810 Kalorien, die sich aus 765 Gramm Carbs, 275 Gramm Fett und 62 Gramm Eiweiß zusammensetzen. Ich würde mal sagen, das ist der absolute Epic Cheat Cake. Das ist echt richtig krass. Ich bin mega gespannt, wie das jetzt schmecken wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut schmecken wird. Denn ja, die einzelnen Bestandteile konnte ich ja schon ein bisschen probieren. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Are you listening? Damn.